Hier ist ein Überblick über die potenziellen Forex-Marktmover am Montag, dem 10. Oktober. Der Handel dürfte langsamer als üblich sein, da in einer Reihe von Ländern gefeiert wird. Ein verlängertes Wochenende gilt für die USA anlässlich des Kolumbustags, für Kanada anlässlich des Thanksgivings und für Japan, wo der Gesundheits- und Sporttag gefeiert wird. Die Agenda beginnt um 5.45 Uhr in der Früh, wenn die Schweizer Arbeitslosenquote für September veröffentlicht wird. Im August erholte sich die Quote gegenüber den 3,3% vom Juli. Die deutsche Handelsbilanz für August folgt 15 Minuten später. Rückläufige Exporte schleppten den Überschuss im Juli unter die Marke von 20 Milliarden, dies zum ersten Mal seit 4 Monaten. Italienische Daten zur Industrieproduktion für August liegen um 8 Uhr vor. Die Produktion stieg im Juli und kompensierte die Kontraktion um 0,3% vom Vormonat. Das Anlegervertrauen der Eurozone von Sentex für Oktober steht um 8.30 Uhr zur Verfügung. Die Konjunkturerwartungen verbesserten sich weiter und dies betrifft sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen. Folglich stieg der Gesamtindex im September von 4,4 auf 5,6 Punkte. Der britische Einzelhandelsmonitor der KPMG für September wird kurz nach 23 Uhr veröffentlicht. Der Umsatz sank im August um 0,9% auf Jahresbasis. Die japanische Leistungsbilanz für August steht um 10 vor Mitternacht an. Der unbereinigte Überschuss stieg im Juli gegenüber den 974,4 Milliarden Yen im Juni, aber die Markterwartungen waren noch höher gewesen. Um 0,30 Uhr erscheinen Nachrichten über die australische Wirtschaft, einschließlich der Wohnbaufinanzierung für August. Die Wohnbaukredite fielen im Juli um 4,2% und tradierten die Zunahme um 1,7% vom Juni aus. Das NAB-Geschäftsklima für September ist auch für diesen Zeitpunkt geplant. Der Index stieg im August um 2 Punkte auf +6, da die Tageszinssenkung der RBA um 25 Basispunkte ermutigend wirkte. Die japanische Wirtschaftsbeobachterumfrage für September schließt diese Übersicht um 5 Uhr morgens. Der Index der aktuellen Wirtschaftsbedingungen stieg im August um 0,5 Punkte gegenüber dem Vormonatsniveau von 45,6. Ich bin Sam Meredith und dies war der Wirtschaftskalender für Montag. Klicken Sie für mehr FX-Infos, aber jetzt auf Wiedersehen.